Hallo, mein Name ist Jochen Wolthuis und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemüse Live, dem Magazin der holländischen Gärtner. In jeder Folge zeigt ein anderer holländischer Gärtner sein Gewächshaus und sein Fruchtgemüse, immer mit dem Schwerpunkt auf einen anderen Vorteilsmerkmal des holländischen Unterglasanbaus von Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen. Heute sind wir zu Gast bei Jan-Willem Vedder aus Schravenzande, der uns seinen Auberginenanbau unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit zeigt. Damit alles hygienisch und sicher abläuft, so wie es die Qualitätssicherungssysteme vorschreiben, muss jeder, der das Gewächshaus betritt, gründlich seine Hände waschen und jeder Gärtner hat, wie man sieht, sein eigenes Schneidewerkzeug mit seinem persönlichen Namen drauf. Die Scheren sind blau, damit man sie zwischen den ganz grünen Pflanzen schnell sieht und sich keiner daran verletzen kann. Schau mal, nichts mehr zu sehen. Ja, da haben die Nützlinge aber ganze Arbeit geleistet. Im holländischen Fruchtgemüseanbau werden winzige Nützlinge gegen Schädlinge eingesetzt. Das heißt, die Gärtner schöpfen die Möglichkeiten des biologischen Pflanzenschutzes voll aus. Gegen den Schädling weiße Fliege, wie hier zu sehen, werden Schlupfwespen eingesetzt. Moment, ich muss noch notieren für das Protokoll. Das Notieren von vielen Daten gehört natürlich auch zur Qualitätssicherung. Es wird streng nach den Vorschriften der Qualitätssicherungssysteme QS und Global Gap gearbeitet. Mit diesen Systemen gewährleistet man, auch objektiv für den Kunden, eine hohe Qualität und sorgt dafür, dass alle Vorgänge lückenlos dokumentiert sind. So können zum Beispiel alle Produkte im Supermarkt in weniger als 4 Stunden bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden, inklusive Gärtner, Parzelle, Erntetag und Anbauprozess. Das ist Transparenz auf der ganzen Linie, zum Wohle des Verbrauchers. Und was ist denn das? Das ist eine Checklist für Wasser. Hier müssen alle Details zur Wasserzufuhr dokumentiert werden. Die Gewächshäuser haben ein geschlossenes Wassersystem, das heißt, dass nicht verbrauchtes Wasser aufgefangen und wiederverwendet wird. Natürlich wird es auch gereinigt zwischendurch, zusammen mit dem Regenwasser, das die Gärtner in großen Bassins auffangen und auch für den Anbau verwenden. Dies sind unsere Hommelkasten. Die Hommeln unternehmen die Bestäubung von den Pflanzen in unser Gewächshaus. In jedem Hommelkast sind 100 Hummels. Wir haben 20 davon und die bestauben die ganze Gewächshaus, etwa 50.000 Quadratmeter. Da fliegt die Hummel und sucht nach ihrer Lieblingsblüte. Ja, ja, der hat gut Regen. Suche nach der Lieblingsblüte. Wer sich immer umgeschaut? Wie soll ich denn da meine Blüte finden? Meine große Liebe. Oh, schön. Die sieht toll aus. Das könnte meine Lieblingsblüte sein. Oh, hier war wohl schon jemand. Dann muss ich wohl weitersuchen. Da haben sie es wieder geschafft, unsere nützlichen Helfer. Da haben sie wieder erfolgreich ein paar Schädlinge bekämpft und in die Flucht geschlagen. Ach, die Sache mit dem biologischen Pflanzenschutz gefällt mir. Alles Natur pur. Oh, ich hab dich gefunden, meine Schöne. Juhu! Na, den Hummeln scheint es ja richtig gut zu gehen in dem Holland-Gewächshaus. Und den Auberginen wohl auch. So glänzend wie die aussehen, die Lebensmittelsicherheit, die hier mit biologischem Pflanzenschutz, der natürlichen Bestäubung und den strengen Kontrollsystemen hier erreicht wird, gilt natürlich nicht nur für die Auberginen, sondern auch für jedes andere holländische Fruchtgemüse wie die Tomaten, Gurken und Paprika. Übrigens, die Auberginen werden direkt und sicher im Gewächshaus verpackt. Die Verbraucher können sich also darauf verlassen, Holland-Gemüse ist 100% reif für problemlosen Genuss. So, Deckel drauf und ab nach Deutschland.